Hallo und herzlich willkommen zurück bei Los Forestos Propestos Domestosteron. Ach, ist das schön, Tobi. Ist das nicht schön hier am Lagerfeuer? Konnichiwa, konnichiwa. Ah, es ist ein Träumchen. Es ist, Mist, ich habe gerade Cola getrunken, jetzt muss ich rülpsen. Gönn dir, Erik. So, fertig. Das war alles? Hast du nicht mal leises Ahem gehört? Sind wir der Vornehme, okay. Ja, in der Aufnahme rülpse ich ja irgendwie nie und deswegen habe ich jetzt einfach mal so. Ja, macht man ja auch eigentlich nicht. Das hat sich zwar unter YouTubern mittlerweile irgendwie so durchgesetzt, aber eigentlich macht man es ja nicht. Ja, weiß ich nicht, rülpst doch den Leuten nicht ins Ohr. Finde ich irgendwie. Also bei FIFA habe ich letztens, als ich FIFA aufgenommen habe, kam das aber so im Redefluss einfach mit raus. Ja, ist mir aber auch schon passiert. Oh nein, nicht schon wieder. Das Wetter ist aber auch echt scheiße hier. Also in der heutigen Aufnahme ist. Die Sonne scheint und es regnet. Problem ist, wenn wir jetzt loslaufen, letzte Nacht habe ich so gefroren. Ja, das stimmt. Da bin ich einfach fast gestorben. Letzte Nacht hat man jetzt nicht gesehen, weil wir haben gerade ganz kurz Pause gemacht die Nacht über. Und da wurden wir von Galoppelheinz und Muschiklaus angegriffen. Muschiklaus wollte nicht ins Wasser gehen. Galoppelheinz sofort tot. Muschiklaus muss sich überreden. Huch. Was ist denn da wieder los? Oh. Du hast die, glaube ich, ja getroffen, wo es weh tut. Ey, der hat eine Hose an. Enttäuschend! Oh, Alter, jetzt bin ich bin gerade vor dem Rechner selber ausgewichen. Ey, die ist ja voll schlau. Die geht gerade rückwärts, was soll das? Na toll. Jetzt habe ich das Gemüse abgerissen. Ich hab mal ihren Zahn mitgenommen. Warte, darf ich die Pfeile? So. 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 Ich glaube, das war's. Stück Knochenrüstung, Tobi? Achso, Entschuldigung. Ja, gerne. Entschuldigung. Ich dachte, alles gut, alles gut. Aber die Eingeborenen kann man nicht köpfen, ne? Doch, du kannst Arme, Beine und Kopf abtrennen. Echt, aber musst du ziemlich lange draufhauen, die sind ziemlich zäh. Nee, eigentlich gar nicht. Nee, weil ich hab grad voll auf den Kopf, aber irgendwie ist der noch dran. Was soll das? Ja, die hat schon leichten Nacken, da kannst du mal machen. Da! Oh! Ja, nice! Ja, hast du jetzt auch im Inventar. Kannst auch damit zuschlagen, wenn du willst. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Was passiert denn? Ich glaube, wenn du sitzt, dann sieht man ihn nicht mehr. Oh, schade. Jetzt, wenn du stehst, das sieht aus wie ein Basketball. Oh, der nimmt Anlauf! Und. Oh, kann man den nicht werfen? Na, ich glaube nicht. Kannst du zuschlagen damit? Oh, das Wetter ist echt scheiße. Wow, ist das Wetter scheiße. Was wir mal machen könnten gerade. Also ist der Kopf natürlich nicht mehr drauf. Aber. Das hier ist eigentlich. So. So. So, für nachts ist das doch bestimmt lauschig hier. So, ich guck nur mal, ob ich es richtig rumgedreht habe. Sind echt nicht so. So. Ach, ist schön. Guck mal, Tobi hier. Au, warte mal, ich muss ganz kurz. Was hast du denn da schon wieder? Tobi, ich frag gar nicht. Bleib mal da stehen. Ja, ja. Wo bist du denn? Hä, wo ist denn der Kopf hin? Nein, der Kopf ist weg. Tobi, warum stehst du? Oh, ich bin runtergefallen. Hey, warum ist der Kopf auf einmal weg gewesen? Der Kopf ist weggerollt, der ist hier. Was genau? Wieso? Oh, hier sind Pfeile. Oh, cool. Das sind Hunter-Pfeile, glaube ich. Oh, nice. Den Kopf kann ich aber nicht grillen, oder? Oh, doch. Doch, es geht. Oh, hä? Oh, okay. Ich weiß noch nicht, ist er dann zum Essen da, oder? Ich hab den jetzt ins Feuer gelegt. Und der ist wieder rausgerollt. Hä?
Hey, bei mir ist das Feuer auch. Achso, ja, das Feuer ist ausgegangen. Deswegen ist er rausgerollt, bestimmt. So, warte, ich muss noch ein bisschen Geld reinschmeißen. So, dann nochmal, probieren wir nochmal. So, Kopf ist drin. Oh, schön. Ich weiß nur nicht, isst man den dann oder was passiert dann? So ein bisschen wie Spare Ribs wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich wird man den, ja, wahrscheinlich wird man den dann essen, oder? Ich hoffe doch. Machst du? Könnt du dir ruhig, könnt du dir ruhig. Ne, ich bin voll. Also. Okay, ich glaube aber. Ja, irgendwie. Aber irgendwie nicht zum Essen an. Ja, oder der braucht ein bisschen länger als ein Stück Fleisch. Ich weiß es nicht, weil ist ja Schädel und bis die Innereien dann auch schön durch sind. Ich weiß nicht, wie lange so ein Regen braucht, bis er durch ist. Ich habe keine Ahnung. Frage ist halt auch, ob das schmeckt, ne? Ja, wenn man Hunger hat, schmeckt alles. So die Frage, wie? Oh, da oben ist ein Lauf noch. Hey, Freunde! Hier drüben! Die laufen halt vor uns weg, so weißt du. Oh, da ist aber einer, der ist nicht so lustig. So. Lass das! Vorsicht! Ah, schade. Liegen geblieben! Ja, der war aber mit. Hey, ich glaube, es hat. Jetzt geht's aber rund hier. Mal ein bisschen Respekt einprügeln. So. Tobi, Knochenrüstung. Finde ich gut. Den Schädel brauchen wir auch noch. Also bitte nicht immer die Schädel. Also wir können natürlich die Schädel auch abtrennen und eine schöne Wanddeko daraus machen. Das geht natürlich auch. Ja, keine Frage. Nee, aber ich habe da einfach nur Spaß dran, weißt du? Das ist so mein Ding. Da ist jetzt irgendwie Fleisch drin. Und? Schmeckt gut. Hab ich was zum Zahn hängen? So, oh, warte, da ist eine Wimper an deinem Zahn. Eine ganze Wimpernreihe. Muss ich immer an die. Ich weiß gar nicht mehr, war das. China war das nicht? Ich weiß nicht, wo die den Affenkopf irgendwie essen oder so. Ja, dieser ausgekochte, ne? Gab es da nicht auch irgendwas, dass sie beim lebendigen Leibe irgendwie einen Affe gelöffelt haben? Ja, bei Gesichter des Todes war das mal, ne? Da wurde dann der Kopf auf. Ich weiß nicht, damit mit dem Löffel irgendwie da. Das ist alles nicht so geil. Ist nicht geil. Nee. So, Mistschädel. Oh ja, geil. Genau das wollte ich. So, hier warte. Ist noch meiner, glaub ich. Ja, hab. Warte, wie habe ich jetzt? 15. Dann hier, wie bleibe ich da noch? Okay, dann brauche ich wieder Stoff. Tobi, ich mache wieder Knochenrüstung an den Gevatter vorne, ne? Ja. Ist, glaube ich, einfacher, als die einzeln zu übergeben. So. Nein, nicht die. Huch. Herstellung. Ich höre übrigens Muschiklaus oder so. Oh. So, ist doch drei. Auch schön, dass der uns mal wieder beehrt. Drei Rüstungsteile habe ich da dran gemacht. Gibt es irgendwo in diesem Überlebenshandbuch, das wir hier dabei haben, irgendeine Übersicht von Sachen, die man im Inventar craften kann? Nee, ne? Nee, aber du kannst immer, wenn du ein Stück in die Mitte legst, kannst du über das Zahnrad gehen und dann siehst du, was du daraus machen kannst. Ich sehe es gerade, ja. Das ist super praktisch. Ich bin sehr froh, dass sie es eingebaut haben. Ein Wärmeanzug, was man da alles braucht, Alter. Ja, das wird teuer. Müssen wir uns aber eigentlich auch mal machen später, wenn wir in die Schneeregion gehen wollen. Was wir bestimmt wollen. Klar. Hi, Bambi. Ausnahmsweise bin ich mal nicht hinter Bambi her. Ich suche gerade, wer hat denn hier gerade so gemüllt? Ist das wieder ein Thrombosen-Jonas? Nee. Ach, Galoppelheinz und Muschiklaus. Oh. Ja. Hallo, ihr Lieben. Der ist bestimmt sauer. Tobi! Oh, brauchst du Hilfe? Wo bist du? Oh, da hinten. Oh. Der haut wieder ab.
Klaus, ich liebe dich! Uah. Oh, Alter. Wie er nach dir austritt, Alter. Ja. Der ist nicht nett, der Klausemann. Ich war immer so gut zu ihr. Zu der Klaus. Von dir ist auch noch einer, ne? Musst du aufpassen. Tritt er diesen Baum um? Nee, sah gerade so aus. Das wird er ja wohl nicht machen, ne? Ich meine, das ist ja ein Naturschutzgebiet hier. Wie der Lurch da langläuft. Jetzt hauen die beide ab? Das ist aber ungewöhnlich. Vielleicht wollen die uns was zeigen. Oh, Achtung. Ciao. Die gehen offenbar gerne Bahn. Das finde ich so süß. Oh, Alter. Gott. Oh, erstmal die Pfeile wieder rausziehen. Er hat einfach mal einen schönen Kopfsprung gemacht, ne? So, kann man den Kollegen da vielleicht... Ach, der haut einfach ab. Du hast noch Pfeile von mir. Wie konnte der mich nicht treffen? Oh, ich wünschte, man könnte die aus dem See ziehen. Das wäre... Oh, wir wären so voller Mutantenrüstung, Tobi. Vielleicht müssen wir doch einen sauren Apfel beißen und die vielleicht wirklich richtig töten. Ja, wir müssen Fallen aufstellen, glaube ich. Das ist das Ding. Warte mal, hier ist noch jemand. Ich höre dich doch, aber wo? In den Bäumen? Ach, da hinten. Hä, ich habe keinen Alkohol mehr? Was ist das denn? Hä, Tobi, das ist unüblich für dich. Ja, aber echt? So kenne ich dich gar nicht, hä? Guckst du einmal ins Inventar, weißt du, keine Flaschen mehr drin. Das ist jetzt aber irgendwie, schräg. Lass mal zum Kiosk gehen. Ja. So. Warte, ich esse nochmal schnell was. Ich gehe mal schnell gucken, ob hier nur Alkohol ist. Ja. Ja, lecker. So. Alkohol ist der Retter in der Not. Alkohol. Du kannst nicht mehr tragen, Fleisch. Oh, ich habe lauter rohes Fleisch. Warum habe ich denn so viel rohes Fleisch? Habe ich wieder irgendwas erlegt? So ein Vorbeigehen. Huch. Ja, ich krieg das manchmal gar nicht mit, dass man, ne, passiert halt. Da legt man mal was. So. Haben wir ein bisschen was mitgenommen. Da. Ach so. Frohes Neues. Ja, frohes Neues. Ja, frohes Neues. 2019, la. Ja, schön, dass ihr gerutscht seid. Schön, dass ihr auch dieses Jahr wieder dabei seid. Das ist geil. Das finde ich sehr gut, Oh, ich feiere das. So, ich mache das mal so, dass die Schädel alle zur Basis gucken. Kein Alkohol hier in den Koffern. Es ist... Bitter, Tobi. Das kannst du noch keinem erzählen. Das ist bitter, einfach nur. Oh, hier ist Alkohol. Ja, nice. Also, wie kann man denn in den Urlaub reisen und keinen Alkohol dabei haben? Im Koffer. Ich verstehe das auch. Das habe ich noch nie erlebt, dass das jemand macht. Das ist so unrealistisch. Das ist eigentlich der unrealistische Part am Spiel. Ja, dann kommen wieder welche. Ach, naja. So. Okay. So. Okay, ich sammle mal schnell ein paar Stickies. Das könnte ganz gut aussehen, glaube ich, am Ende. Da. Was denn? Ja, moinsen. Was ist denn da schon wieder, Tobi? Da kommt doch schon wieder einer angeleiert. Ach, ich höre es gerade. Brauchst du Hilfe? No, ich laufe aber erstmal ein Stückchen zurück ans Wasser, weil das sind 5 Stück, glaube ich. Oh ja, die kommen jetzt zu mir, cool. Oh. So, ich würde gerne die Lampe noch fertig machen. Ja, ihr Pissers. Hä, warum rennen die denn immer weg, wenn man zustechen möchte? Bist du gerade an Land? So, ja. Vorsicht, da kommt noch einer von hinten. Oh, das sind zu viele. Okay, tschüss. Oh, die prügeln sich jetzt so gegenseitig? Echt? Ja! Der eine wird gerade verprügelt. Und jetzt prügelt er zurück. Das gefällt mir gut. Good Lord! It's John Cena! It's John Cena!
mal, jetzt haben die den weggemacht. Du bist ein Aglon, Junge. Boah, der will mehr. Siehst du das, Erik? Der will mehr. Vorsicht. Das ist ja ein richtiger Bringdienst bei dir. Hä, die sehen voll aus wie Gollum. Die haben irgendwie helle Köpfe, ne? Ja. Werden die vielleicht immer... verändern die sich mit der Zeit vielleicht? Meinst du, dass die immer weißer werden? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er einen anderen Kopf, aber blau. Er ist irgendwie blau, aber irgendwie hat er einen anderen Kopf. Ganz komisch. Ja, irgendwie sogar. Oh, der ist aufgenäht, glaube ich, oder? Weißt du, was der auf jeden Fall hat? Ein 1A Prima Knochenset. So. Aus der grünen Palette. Ich heiz schon mal das Feuer an. Ja. Euer Walter Freiwald hat da wieder was ganz Besonderes für euch. Ist doch ein Witz. Ah, so scheiße einfach. So eine Kacke, Tobi. Kannst du keinem erzählen. Weil mir zu schadenfroh war. Ja. Euer Walter. Du bist jetzt normalerweise der Blitz wieder von oben kommen. So, ich bin mal gespannt, wie das hier abends aussieht, wenn das hier fertig ist. So, die ganzen Lampen. Ach, und hast so. Hast du ja Lampen hingemacht. Ja, ich mach so Lichterchen um, weißt du, so ein bisschen romantisch einfach. So ein Lichtermeer wollte ich ums Haus machen. Wenn man dann abends dann so sitzt, verstehst du, dass er einfach schön aussieht auch. Ja, nice. Und was soll man auch sonst machen mit diesen ganzen Schädeln, die wir haben? Ja, das stimmt. Ne, wenn ich so eine kleine, es ist so ein bisschen wie ein Sternenmeer, dachte ich. Natürlich. Wer hat wieder was dagegen, dass man es schön macht, hm? Hallo, ich bin's, euer Freund Gott. Heute lasse ich es mal wieder regnen. So. Okay, jetzt brauche ich mal wieder Schädel. Ich mache hier schon mal ein paar Lampen hin, da kann man so Schädel dann drauf machen einfach nur noch. Und dann sind wir soweit schon mal fertig, hoffe ich. Tobi, was machst du da gerade? Nichts. Hat sich gerade angehört, als hättest du wieder ein armes Rehkitzmassaker. Oh, kannst du noch Fleisch tragen? Nee, leider nicht. Weil wir wollten eigentlich in die Höhle gehen und deswegen habe ich mir schon... Ja, eigentlich, ich habe mich auch schon ausgerüstet eigentlich. Ja. Aber dann kam ja wieder alles anders. Aber ich möchte ganz kurz betonen, wir sind nicht schuld daran. Bedankt euch einfach bei eurem Freund Gott. Ja, natürlich, ja, der ist dran schuld, weil uns wird nämlich kalt dann unterwegs und das wollen wir ja auch nicht. Richtig. Wir wollen ja im Let's Play nicht unbedingt sterben, weil das ist ja... Außerdem hat sich Gott schon was dabei gedacht, als er uns die Eingebung gegeben hat, jetzt noch nicht loszugehen. Mhm. Das ist ja alles Vorhersehung, ne? Das ist jetzt nicht einfach so, just for fun. Ja, das stimmt. Wir folgen nur seinem Plan, denn es sind seine Straßen. Und da hält man sich auch an seine Regeln. Ja, ja, muss man ja auch. Richtig. Man muss ja schon ein bisschen Respekt zeigen. Sonst gibt's ja auf den Sack. So. Zack, Hölle! Zack, Hölle! Zack, Hölle! Und hier ist Godzilla. Dö. Was war das denn? Das hat sie angehört. Okay. Das nehme ich bitte. Ach, du hattest noch Schädel, ne? Du hast hier die Lampen fertig gemacht. Das ist voll gut. Ja. Das finde ich voll schön. So. Oh, naja, die ist jetzt nicht so richtig rum, aber... So. Ich glaube, ich habe noch... zwei Schädel habe ich noch. Ah, cool. Also wenn das immer mehr werden, ne, dann kann ich mir vorstellen, sieht das irgendwann bestimmt richtig cool aus. So, warte. Ja. Sieht jetzt schon ganz idyllisch aus. Guck mal, hier nochmal eine. Ja, sieht ein bisschen schrief und krumm aus alles, aber naja, so gut es eben geht. Ja gut, es muss ja uns gefallen, ne? Richtig, außerdem ist ja kein Architekturprogramm, es ist ja immer noch The Forest. The Forest. Wir müssen mal wieder... Schade, dass man keine Bäume pflanzen kann, ist schade. Wo man dann selber vielleicht mal so ein Ding ins Anbringen kann. So ein Walkman. Bei uns zu Hause. Mit geiler Musik, Toben.
Ich habe nur so komische Sträuchersamen. Die kann man aber irgendwo hinpflanzen, oder? Ja, genau. Man kann später noch Gärten machen. Also das würde ich vielleicht auch mal bald machen. Hier nach draußen am besten, damit die immer schön gegossen werden, weil ich mir einbilde, dass das was bringt. Und dann kann man da schön einfach so einen Garten machen. So, guck mal. Das wird ganz cool aussehen mit den Lichtern, glaube ich. Wenn das ein paar mehr werden mit der Zeit. Momentan sind das noch relativ wenige, aber mit der Zeit wird das hier, ne, das könnte ganz cool werden. Wirklich wie so ein kleines Sternmeer. Ist schön, weil die halt auch so schön dezent sind. Das finde ich gut. Ne? Und trotzdem siehst du dann auch die Eingeborenen, wenn die da rumlaufen. Boah, da oben auf der Klippe auch. Das wäre natürlich auch cool. Boah, aber das ganze Haus rum, das könnte so richtig cool aussehen. Wir sind ja noch ein bisschen hier, ne? Wir haben ja noch ein bisschen vor uns. Ja. Auch wenn wir, ja... Wollen wir schnell schlafen gehen und speichern vielleicht? Ja, ist eine gute Idee, Tobi. Ja, ist eine gute Idee. Ich. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich muss ja unbedingt mein Dach bei uns oben draufsetzen, damit wir nicht was haben. Alter. Das war gerade extra, ne? Ja, ja. Arsch und Loche. So. Arsch Loch. So. Komm, ich mach mal ein bisschen hier. Wieder mal ein bisschen Money verbrennen. Warte, ich hole die Federn hier noch raus, dann kann ich auch wieder Pfeile machen. Zack. 12. Was willst du sonst noch mit dem Geld machen? Ja, ganz ehrlich, ist einfach zu viel davon da. So. Okay, erstmal pennen, ne? Ja. Ah, bei dem Wetter immer das Schönste. Guten Morgen, guten Morgen. So, warte, ich hau mir nochmal schnell was rein. Hier. Ah, ja. Hier ist ja. Ich hab Hä? Ist das alles rohes Fleisch? Hast du das gerade hier aufgehangen? Ja, das kann sein. Das glaube ich, das habe ich da hingehängt, ja. Ach so, ja, gut. Also kann ich das nicht essen. Aber warte mal, ich häng dir mal hier eins hin, guck mal. Da. Warte. Das musstest du schon essen können, das ist getrocknet. So, welches waren das? Das Kaninchen? Das Kaninchen, genau. Nee, das geht nicht. Das ist schon beim Inventar alles getrocknet gewesen gerade. Hier ist noch ein rohes kleines Fleisch, das kann ich mal irgendwie hier reinpacken ins Feuerchen. Das ist ja nicht wahr. Was denn? Der Hasenkopf hier. Ach, schön. Immer so ein bisschen in Erinnerung. Aber wir werden irgendwann natürlich die Base hier entweder. Obwohl, müssen wir die wegreißen eigentlich? Nee, ne? Ja, aus Erinnerung kann man die eigentlich hier ruhig lassen, oder? Ey, was? Jetzt langsam Richtung Feuer. So, hab schon. Hab ihn gegessen. Okay, warte. Dann getrocknetes Fleisch. Okay. Dann esse ich das. Hä, was ist denn hier los? Dann trinke ich das. Und dann speichere ich nochmal schnell. So, warte. Vorsicht, könnte ein bisschen freezen. Ja, wollen wir mal loslaufen? Ja, ich weiß noch nicht genau, wohin. Ich auch nicht. Ich kenne mich halt hier überhaupt nicht aus. Ich bin ja neu hier. Ja. Von mir aus einfach mal irgendwo hin. Ach, irgendwo. Vielleicht kommen wir ja auch irgendwann an. Am Wiesen. Man traut sich auch gar nicht mehr zu singen, ne? Du mach ruhig. Ich habe gehört, Stiemann braucht neues Futter. Ach so, ja. Mondschein und am Himmel die Sterne leuchten mir in der Ferne. La 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 la. Hast du dir das so vorgestellt, Tobi? Ja, ich schreibe mir das direkt mal auf. Neujahrsfolge 2406. Toll, okay. Toll. Bist echt guter Kumpel. Das könnte ein echt cooles Lied werden, so opernmäßig. Nein, bitte nicht. Mach das bitte. Okay, also wir laufen jetzt einfach querfeld ein, suchen Höhlen und markieren die. Immer wenn wir Höhlen finden, markieren wir die. Indem wir Scheiße dran schmieren, ne? Oder wie war genau, das war ja der Plan. Okay. Wie hat man das gemacht mit diesem Höhlensystem? Wir hatten rote Fahne, ne? Ja, rot stand auch für irgendwas. Ich glaub, dass wir schon drin waren. Ja, ich glaube tatsächlich. Oder, ja, grün können wir machen, wenn wir nochmal rein müssen, oder? Wobei eigentlich heißt grün ja, ist fertig, müssen wir nicht mehr. Vielleicht hatten wir es auch so rumgemacht, ich weiß es nicht mehr. Also wir haben auf jeden Fall eine rote Fahne hinten, lila ist unsere Base. Und rot oder ist... Oder hatten wir für jede Höhle eine eigene Farbe? Boah, was ist denn hier los, Tobi? Oh, kommt man da... Ich weiß nicht,
Traut man sich das jetzt da runter zu springen? Sieht eigentlich relativ hoch aus, ne? Ich hoffe, du hast Medizin! Ich lebe. Okay. Ja! Ja! Nice! Boah, jetzt hätte man runterspringen müssen wie Roman Reigns mit dem Speer nach unten und dann Fisch. Ja, das wäre natürlich das Geilste, aber ja. Oh, hier ist ein Koffer. Ja, ich guck grad, war hier nicht auch Höhle? Das sind wieder Lurche. Die lasse ich sogar mal leben. Keine Höhle hier? Oh, geil, Stoff. Ja. Keine Höhle hier, nein, keine Höhle hier, keine Höhle hier, nein, keine Höhle hier, keine... Oh, oh. Das ist einfach nur ein Pulli, okay. Ja. Naja, gut. Aber leger. Ich glaube, wir hatten ihn auch schon. Komm, ich schmier mich mal lieber mit Schlamm ein. So. Ja, was kann man hier machen? Ach, da kann man sich mit Schlamm einschmieren. Ja, okay, ja, genau. Dann wirst du nicht mehr so schnell gesehen von Eingeborenen. Ja, Eingeborenen, Eingeborenen. Ach, okay, geil. Okay, ich dachte, vielleicht geht's hier irgendwie in eine Höhle. Oh, hier ist noch ein Koffer. Aber da komme ich nicht ran. Ist auch egal. Wir haben Besuch. Oh, nö. Aber der kommt nicht alleine, oder? Nee, da hinten ist noch Muschi-Klaus. Was? Hinter dem Felsen, oh, Das ist ein bisschen uncool, ne? Ja, das trifft sich jetzt nicht so gut. Mal hier hinten auf den Wasserfall. Hat, glaube ich, Vorteile. Oh, hat er mich... Der hat Bock, Erik. Ich glaube, der will sich mit dir paaren. Also, da wäre ich eigentlich ganz vorne dabei. Aber der ist immer so militant. In seinen Forderungen. Also, sie. Ist ja eine sie. Gewesen. Ah, hier ein schönes Blümchen. Ich habe Chico, bei uns zu Hause, ne? Hm? Achtung, von rechts, Achtung. Ah, ja. Die sind hier aber nicht so retardet wie bei uns zu Hause, ne? Die schnaufen nicht einfach ins Wasser und sind tot. Nee. Oh. Ist die Akademikerabteilung hier. Boah, sind das viele, Alter. Ja, da komme ich auch mal lieber zu dir. Als die alte Schwingtille da den Berg runterkam. 20 Jahre BH-Forschung, alles ignoriert. Ja, Tobi, ich würde sagen, wir sind hier die Snackbar. Ich würde sagen, wir haben echt, das war echt die beste Tour, die wir je gemacht haben. Ja. Vielleicht sollten wir einen Cliffhanger machen, Erik. Meinst du? Warte mal, ich probiere mal was. Ja, das war ein Headshot. Ja, eigentlich schon. Oh. Scheiße, jetzt einfach losgelaufen. Und das Wetter wird auch immer besser, wa? Ja. Danke Gott. So. Oh. Das war ja lustig. Die Füße, Alter, plumps. Hä? Voll geil. So, Muschi-Klaus kommt zurück. To the party. Ich brauch die Pfeile aber wieder. Ich hol mal kurz die Pfeile. Sagst du mal Bescheid, wenn Muschi-Klaus angreift? Ja, er ist ready, glaube ich. Warte. Noch passiert da nichts. Gut. Muschi-Klaus visiert an. Nee, gar nicht. Läuft aber vorbei. Ja. Wahnsinn, der Junge. Wahnsinn. Das Mädchen, Tobi. Du musst wirklich mal das Gender respektieren jetzt. Ach so, Entschuldigung. Vielleicht wird das aber auch ein hinterhältiger Angriff. Wir wissen es noch nicht. Ach, da ist ja... Und da vorne steht auch noch jemand im Busch. Ja, habe ich gerade gesehen. Pirscht dich an. Jetzt nicht mehr. Und stirbt einen grausamen Tod. Wahnsinn. Ja, wenn du magst, schmeiß mal ein Feuer an. Dann würden wir nochmal schnell ein bisschen... Soll ich mal ein Feuer machen? Ja. Mhm. Wie ging das nochmal? Das war ein Sportpfeil. Ja, mit B kannst du doch kurz mal... Ich sag mir mal kurz Chicory hier, ne? Ja. Wann hat man schon mal die Gelegenheit? Was muss man für ein Lagerfeuer nochmal zusammenschmeißen? Das sagt dir denn. Du brauchst nur ein paar Steine, lalala. Also du kannst auch ein billiges Lagerfeuer nehmen. Das billigste brauchst du nur ein paar Stöcke und Blätter mehr nicht. So, ich habe leider keine Tücher mehr, oder? Doch, habe ich wieder. Zack. Cool. Hier, bitteschön. Vielen Dank. Let's go. Und dann hier. Hier. Let's go. Ach, schön. Geh bloß weg. Oh, das ist aber auch ein... So. Das ist doch gemütlich hier. Guck mal, mit Lagerfeuerchen hier so am Wasser. Ja, das sage ich doch. Das ist doch allerliebst. Also so kann man den Urlaub halt auch genießen. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir mit dem Flugzeug abgestürzt sind, Tobi. Auf jeden Fall. Sonst wären wir beide uns ja auch nicht
also auf eine sehr platonische Art und Weise näher gekommen. Gut, wir haben halt noch dein hässliches Kind verloren. Ja, gut, weil das... Meinst, also, zu mir gehört er ja nicht zum Glück. Ich habe ja nicht neben dem gesessen. Weißt du, was das praktisch an so einem Kind ist? Geht eins verloren, machst du eben halt ein neues. Kostet ja nichts. Das stimmt, das stimmt. Das kann halt auch jeder. Einfach. Das kostet 5 Minuten Anstrengung und schon hast du ein brandneues... So. Gut, cool, dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, huch. So, also Rüstungsteile habe ich, falls wir wieder welche brauchen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ansonsten, also die Sportpfeile machen auf jeden Fall exorbitant mehr Damage. Ich mache mal die Sparpfeile. Wie viel habe ich denn eigentlich noch? Ich glaube, ich könnte mal wieder welche machen. So rum war das, okay. Ja, warte. Ich gucke halt, wo der Muschiklaus hin ist. Der ist irgendwie weg. Achso. Ist das dann aber nicht die Muschiklaus? Hm, wieso? War doch eine Frau, ist das, du gesagt. Ja, aber das ist ja eine Frau gefangen im Mann eines Körpers. Achso. Das ist ja wohl klar. Gut, verstehe ich natürlich. Ja, das ist, man darf einfach nicht sein Gender, ihr Gender, das Gender assumen. Das Agenda 2010. Richtig, das wäre halt falsch. Weswegen ich aber das Wort richtig sage. Lass uns mal eine Folgenpause machen. Komm, bleib mal hier. Ach so. Ah, oh ja, ja, ich sehe gerade schon. Wo bist du denn? Hinter dir. Dieser wunderschöne Busch, aber das bin ich. Guck. Geht ja gar nicht, schade. Sieht ja cool aus. Wirklich nicht. Sieht irgendwie cool aus. Na gut, dann würde ich sagen, nächste Folge. Ja. Suchen wir immer noch eine Höhle und mal gucken, welchen Gefahren wir uns dann wieder ausgesetzt sehen, die wir natürlich mit Bravour überwinden. Das richtige Abenteuer. Und zur Not pisse ich mir in die Hose und zersetze mir das auf den Kopf, falls es zu warm wird. So wie Bear Grylls immer. Kannst du aber auch so machen. Alles für die Klicks, Tobi. Alles für die Klicks. Okay, cool. Dann mache ich das. Nächste Folge dann mit Facecam, wo ich mich voll pisse. Alles klar. Geil, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.